Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Dante. Abgepfiffen die Aktion. Freistoß gegen Dortmund. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Jetzt können sie jubeln. Lange hat es gedauert bis zum ersten Tor. Fischchen. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Jetzt Marco Reus. Da war er noch dran und es gibt Eckball. So, jetzt geht es also in die letzte Phase des Spiels und Borussia Dortmund macht das Tor. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Ja, der Eckball kam gut rein, da sah man schon, dass es gefährlich wird. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Ricardo Rodriguez. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Draxler. Und Luis Gustavo. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Und aus der, er setzt sich durch und Tor, das gibt's doch gar nicht. Kurz vor Schluss treffen sie doch noch. Und das Tor könnte ganz wichtig gewesen sein. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Arnold. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Reus. Marco Reus am Ball. Nur Mkhitaryan. Oh, Marco Reus. Der Pass hätte mal durchkommen müssen. Sie brauchen hier dringend einen.